Wir schütteln TV mit dem Skitterbot hier auf der Gamescom 2011 und das ist ein kleines Spielzeug, das über USB aufladen könnt, wie ihr hier sehen könnt. Das ist die Fernbedienung und die steckt man hier vorne dran, sobald das Gerät, diese kleine Maus bzw. Kakerlake hier anfängt, keinen Strom mehr zu haben. Das gibt es natürlich auch in anderen Formen, die können teilweise ganz links oben, der kann zum Beispiel teilweise erfüllen, ob der jetzt eine Wand vor sich hat und hier, der schaut aus wie so ein kleiner Android, der kann hier in die Richtung fahren, aber ich finde diese Kakerlake eigentlich am interessantesten hier sehen können. Wir können nämlich hier die Richtung ändern, zum Beispiel nach vorne, das ist natürlich die Richtung, wo die Kakerlake hinstellt und wir sehen mit dem mittleren kann man den anhalten, dann kann man hier rechts machen, links machen. Und er merkt sich immer den letzten Befehl, das heißt, ihr könnt auch wirklich einfach immer den letzten Befehl wieder machen oder ihr könnt eure Freunde damit erschrecken. Das kostet ungefähr 40 Euro und gibt in der Gamescom 2011. Das war ein Skitterbot bzw. Trackbot. Und hier noch Zuschauer TV. Bis zum nächsten Mal.